Ich bin zum Cheerleading gekommen durch meine Schwestern. Meine zwei älteren Schwestern haben schon jahrelang Cheerleading gemacht und für mich gab es dann gar keine andere Sportart, die ich ausprobieren wollte. Charlotte ist 23. Seit inzwischen 11 Jahren lebt sie das Cheerleading. Ich würde sagen, es ist der wichtigste Bestandteil in meinem Leben. Ich würde fast alles für Cheerleading aufgeben, weil es ohne Cheerleading geht gar nichts mehr. Zu 5 Übungsterminen in der Woche kommt Charlotte zum Training, um ihrem Sport nachzugehen. Hier trifft sie dann auch viele ihrer Freunde. Der Teamgeist bei uns im Sport ist wahnsinnig wichtig, weil man sich ganz doll auf die Leute verlassen muss, die einen fangen wollen oder sollen. Wir machen viele Dinge, die den Teamgeist auch aufbauen, also ein paar Aktivitäten außerhalb des Trainings und auch im Training. Teilweise Spiele, wenn neue Leute dazugekommen sind, einfach damit sich eine große Familie aufbaut. Charlottes Schwester Jennifer ist die Trainerin der Gruppe. Trotz stressigem Job als Physik- und Mathelehrerin sind ihr die Trainingseinheiten immer noch eine Herzensangelegenheit. Also es ist wichtig, dass jeder da ist und auch alles gibt. Also es reicht nicht, wenn man kommt und sagt, ja, ich will jetzt mal so ein bisschen Cheerleading machen, sondern man muss auch ein bisschen Power mitbringen und wirklich auch da durchhalten wollen und was erreichen möchte. Und zu den Mädchen habe ich eigentlich eine ganz besondere Beziehung. Viele sind schon jahrelang im Verein. Ich kenne manche, seitdem sie 5, 6 Jahre alt sind und man begleitet sie durch eine ganz wichtige Zeit. Und man hat ein freundschaftliches Verhältnis zum Teil, man hat aber auch manchmal auch eine Mutterrolle, also man übernimmt da sehr viele Rollen in dem Leben der Mädchen und man hat eigentlich eine wirklich tolle Beziehung zu allen. Was Charlotte an ihrem Hobby fasziniert, ist die Vielfalt an Sportarten wie Bodenturnen, Akrobatik und Tanz, die im Cheerleading vereint werden. Ihre Teamkolleginnen und Kollegen haben noch ganz andere Motive. Ich mache Cheerleading, weil mein Team meine Familie ist. Ich mache Cheerleading, weil es gesellschaftlich ist und mir Fitnessstudio zu langweilig ist. Ich mache Cheerleading, weil es mein Leben ist. Ich mache Cheerleading, weil es einfach mehr ist als dieses Klischee mit dem Puscheln. Was auch immer die Cheerleader antreibt, es führt zu erstklassigen Erfolgen. Der erste hannoversche Cheerleading-Verein kann sich zum Beispiel den Titel Deutscher Meister, Europameister und einen dritten Platz bei den Weltmeisterschaften auf die Fahnen schreiben. Charlotte zieht es in das Geburtsland des Cheerleadings. Grundsätzlich würde ich natürlich gerne zu Meisterschaften in Amerika fahren. Da waren wir jetzt auch schon auf einer, beziehungsweise in 2013 waren wir auf einer in Amerika. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat sehr viele Teams kennengelernt, die man eben schon im Internet gesehen hatte, die man immer angehimmelt hat. Und dann wollten die Bilder mit einem machen, weil man eben aus Deutschland kam. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und an sich möchte ich nochmal natürlich nach Amerika gehen. Ob Charlotte auch international bekannt werden wird, wird die Zukunft zeigen. Viel wichtiger ist das jetzt. Neben Charlotte gibt es noch 22.000 weitere aktive Cheerleader in Deutschland, für die ihr Sport jetzt gerade viel mehr ist als einfach nur ein Hobby.